والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moja dova će biti na bosanskom i na njemačkom jeziku, a prije toga nekoliko rečenica ću kazati na njemačkom jeziku. Sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenz, Eminenz, liebe Brüder und Schwester, die Präsenz des Islams in Europa ist ebenso natürlich wie die Präsenz des Judentums und des Christentums in Europa. Keine der Gesandten Gottes ist europäischen Ursprungs. Daher hat niemand einen Anspruch auf Vorrang seines Glaubens in Land Europa. Alle drei abrahamischen Traditionen, Judentum, Christentum und Islam, gehören zu Europa. Und damit hat Europa das Recht, nein, die Verpflichtung, sie als die eigenen zu behandeln. Der Islam ist über zwei hauptsächliche Wege nach Europa gelangt, über das Tor der Iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert und über das Tor des Balkans im 14. Jahrhundert. 8 Jahrhunderte islamische Präsenz in Andalusien, Spanien haben eine einzigartige Tradition religiöser und kultureller Toleranz, ebenso wie akademischer Freiheit geschaffen, die Europa maßgeblich vorangebracht hat auf dem Weg zum Humanismus und Renaissance. Unglücklicherweise hat der Gedenke der Toleranz aus Andalusien in der europäischen Geschichte nicht überlebt. Durch die Gnade Gottes hat der Islam auf der Balkanhalbinsel überlebt, trotz der Bedrängnisse, denen die Muslime im letzten Jahrhundert ausgesetzt waren und von denen die schwerste, der Völkermord im Juli 1995 der bosnischen Stadt Srebrenica darstellt, die damals eine Schutzzone der Vereinten Nationen und auf Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrates war. Während mehrtägigen Massaker wurden über 8000 muslimische Männer und Jungen, die in diesem Gebiet Sicherheit unter dem Schutz der Schutztruppe der Vereinten Nationen UNPROFOR gesucht hatten, summarisch exekutiert von serbischen Truppen unter dem Kommando von General Mladic und von paramilitärischen Einheiten, einschließlich serbische irreguläre Polizeieinheiten, die von Serbien aus in bosnischen Gebiet eingedrungen waren. Über 40.000 Frauen, Kinder und ältere Menschen wurden gewaltsam deportiert, sodass dieses Ereignis zum großen Kriegsverbrechen wurde, das in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Das Europäische Parlament hat es deshalb für angebracht erachtet, mit der Einsetzung des 11. Juli als Gedenktag in geeigneter Weise der Opfer des Völkermords von Srebrenica Achtung zu bezeugen. So hat das Europäische Parlament mit dem Mehrheitsvotum seiner 565 Abgeordneten die Resolution vom 15. Januar 2009 zu Srebrenica angenommen, in der alle Opfer der Gräuel gedenkt und ihnen Achtung erweist. Den Familien der Opfer, von denen viele ohne endgültige Gewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen leben müssen, sein Mitgefühl ausspricht und seine Solidarität mit ihnen erkundet. Anerkannt, dass dieser fortdauernde Schmerz noch dadurch vergrößert wird, dass die für diese Taten Verantwortlichen bislang nicht der Rechtsprechung überantwortet wurden. Das Europäische Parlament fordert auch den Rat und die Kommission auf, des Jahrestages des Völkermords von Srebrenica Potočari in angemessener Weise zu gedenken.